Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Berserker. Und wir sind gerade dabei, ein wenig Samen zu finden. Läuft gerade allerdings nicht so prickelnd, wie wir dachten. Ursprünglich fehlen gerade mal drei Samen. Ich glaube, in der Kiste immer ein Samen noch. Da sind wir hier einfach im falschen Gebiet. Ich werde jetzt sagen, ich lege mich jetzt schlafen. Tue natürlich das Wichtigste raus, dass wir es nicht wieder sammeln müssen. Somit gehe ich kurz zu meiner Truhe und nach oben. Tue mein Laub raus. Dann gehen wir in ein Gebiet, wo kein Schnee liegt. Da kriegen wir eher was. Ist mir schon aufgefallen. Halt. Du kommst noch hier rein. Du kommst auch hier rein. Und Holz sammeln müssen wir auch wieder. Haustür ist zu. Zimmertür ist zu. Ich würde sagen, den kleinen Raum nehmen wir gerade als Werkstatt an. Ne? Das sieht doch gut aus. Und wir haben schon unser zweites Ei. Ja. Wir haben Erde ohne Ende. Kies. Braucht man fast nicht. Tintensäcke haben wir schon. Noch 6 Sand, 10 Glas. Ah ja, die Fackeln tun wir auch mal hier rein. Braucht der Pyro bestimmt wieder für seine Höhlen. So, haben wir noch was zum Brutzeln? Nein. Und schlafen gehen. Hoppala. So, guten Morgen, liebe Welt. Was war das jetzt? Naja, dann gehen wir mal. Hoffen wir mal, dass es mir nicht so passiert wie im Pyro, dass ich mich verlaufe. Das glaube ich eher nicht. Ich habe es jetzt immer zurückgefunden. Selbst für den Pyro habe ich schon zurückgefunden, wo der sich ja verlaufen hat. Also von dem her. Keine Panik auf die. Sag mal. Was sucht der Enderman da? Ach, jetzt ist er schon weg. Und ein Skelett? Hier ist noch irgendwo ein Skelett. Hallo, mir in hell. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Ja, Schweinchen. Sag du mir. Ich weiß nicht, hat Pyro da hinten eine Kürbisfarm angelegt? Keine Ahnung. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass da so viele Kürbisse waren. Ah, da muss ich ganz schön weit laufen, wie es aussieht. Da, Leute, das sieht doch mal genial aus. So einen eingefrorenen Wasserfall da zu sehen. Das sieht doch mal göttlich aus. Ah ja. Essen haben wir dabei. So, und wenn ich Glück habe, kommt da hinten jetzt gleich. Oh je, Berge. Oh. Haha, du bist schon am Eis gefangen. Ja, wenn wir Glück haben, finden wir jetzt demnächst die normale Gegend. Okay, eine Kuhherde ist hier. Komm, die ist weit entfernt von ihrer Heimat. Hey. Willst du mich jetzt verarschen? Das war's auch schon. Cool. Seht ihr das, Leute? Natürlicher Bogen. Wir
beziehungsweise Torbogen. Das wollte ich sagen. Hilft Samen. Noch mehr Samen. Sieht doch gut aus. Kühe. Euch töte ich auch, ihr seid so weg von mir. So weit weg. Auch nicht ab. So, somit sammeln wir auch gleichzeitig Leder. Ist auch cool. Weil wer zu weit weg von mir wohnt, hat halt Pech gehabt. Somit immer 9 Leder. Schon mal gut zum Bücher machen. Ich glaub's nicht, da hat der Pyro tatsächlich am PC ohne Maus gearbeitet. Ich frag mich, wie das überhaupt geht. Allerdings ist ja seine Sache. Er kennt sich halt ein bisschen besser aus mit PCs als ich. Auch hau nicht ab. Weinchen, Babe. So. Ja, wenn es so weitergeht, dann verlaufe ich mich wirklich. Bloß auf der Suche nach ein bisschen Gras. Ich laufe hier übers offene Meer. Na komm. Ach Leute, was soll ich machen? Ihr wisst doch, ich brauche Samen, damit ich... Da? Richtig viele Kühe. Viecher ohne Ende. Alles mitnehmen, alles ernten. Dann haben wir zumindest mal für Essen ausgesorgt. Bleibst du da? Hallo? Ah. Und du willst abhauen? Gibt's nicht. Ja, super. Dumme Kuh, echt. Flieg in die Schlucht. Hätten wir wenigstens noch ein bisschen Leder? Okay. What the fuck? Die laufen auch so rum. Hilfe! Ich wusste gar nicht, dass Schneecreeper oder auch Yetis, wie man sehen will, da Hanner einfach so in Tageslicht rumlaufen können. So, und ich glaube, ich laufe jetzt doch einfach zurück, ist mir jetzt scheißegal. Weil Leute, wie es aussieht, wir finden hier nichts, beziehungsweise ich ernte jetzt mal hier das Gras bisschen. Nichts, nichts, nichts. Wow, ein Samen. Ja, was will ich? Ja, wir laufen zurück.
Weil wir haben auch schon Lebensmittel jetzt wie Sau. Ich esse jetzt noch mal was. Schwein? Schwein! Ich glaube, ich sehe schon unser Haus. Es ist so ein komischer Bug da hinten, dass man unser Haus gerade sieht, der Rest aber nicht. Ich laufe jetzt einfach mal dahinter, weil ich mich hundertprozentig schon halb verlaufen habe. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Boah, hier geht's an der Buckel auf. Ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis die Welt sich generiert hat gerade. Allerdings geht gleich die Welt unter. Ah, die Sonne, sorry. Ach nee, das ist bloß Schnee. Hilfe, wohin? Wenn ich das nur wüsste, wo ich hin muss. Nein. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich bin da, wo Pyro sich verlaufen hat mittlerweile. Wo er sich das Loch ins Fels geschlagen hat. Nee, sah bloß ähnlich aus. Wisst ihr was, Leute? Ich laufe jetzt einfach wieder zurück. Ich laufe den Weg zurück, wie ich komme. Bin. Ich glaube, ich am gescheitesten. Wenn ich den Weg finde. Oh, der, an dem Baum bin ich vorbeigekommen. Ich bin da noch hochgelaufen. Ja, ist jetzt gerade wegen doof, Leute. Essen haben wir zwar genug, wir haben kein Schwert, wir können gerade mal mit der Axt oder ein Beil zuschlagen. Der Pio hat gerade was Wunderschönes gelesen. Wie es sich angehört hat. Oh nein, und da oben geht's schon los. Ich kriege Angst, Leute. Ich habe jetzt gerade so viel bei mir, ich habe 12 Samen, damit kann ich mir ein halbes Feld bestücken. Nein, wie ich hier überhaupt entlang kommen? Da ist ein Zombie. Noch sieht er mich nicht. Da waren Skelette. Da ist ein Enderman, nein. Ich würde ja gerade am liebsten sagen, ich lege mich ins Bett und schlaf, aber ich habe ja kein Bett dabei. Hey, ist nur davor mitgenommen. Da ist ein Schneecreeper. Ich muss da Hanna vor. Eine blaue Spinne. Die Spinne hat zumindest blaue Beine. Ist cool. Irgendwie ist es cool. Und ein Skelett hat mich entdeckt. Ja.
Ja, da ist der Torbogen, da sind wir vorher vorbeikommen. Und jetzt schneit. Und Musik kommt wieder. Ach, ist das schön. Ja. Zombie? Spiele mit Orangenbein. Ich weiß nicht, was der Pyro da jetzt für ein Texturenpaket drauf hat. Oder ob er sich Mods geholt hat. Oder keine Ahnung. Verschwindet, lasst mich in Frieden. Ich habe wenigstens Faden abgestaubt. Jetzt muss ich mit meiner Axt dranhalten. Boah, das Problem ist, ich sehe fast nichts, Leute. Überall Zombies, Creeper, alles. Da, Creeper. Nein, der darf ihn jetzt sehen. Enderman, noch schlimmer. Ich weiß nicht mal, ob ich hier vorbeikommen bin, wo ich jetzt gerade bin. Ich laufe einfach, komm einfach mal zu dir hoch, Kuh. Muku. Bei Muku ist. Ach nee, da bist du. Leute, Hilfe! Nein! Nein, jetzt bin ich gestorben, Leute! Ihr wisst, was ich alles hatte! Nein! Zum Glück habe ich größte Teil rausgelegt, was wir hatten. Wenn ich nur wüsste, wo ich gestorben bin, dann könnte ich es wiederholen, aber. Nein, jetzt haben wir nicht mal mehr den Samen. Ach, Scheiße. Naja, wir suchen uns jetzt hier ein bisschen Samen, ist mir jetzt egal. Ich laufe mal darüber. Das muss lang. Was sagt es, wenn schon einen Samen kriegt? Mario guckt den Mann auf Pilzen an. Falls euch das nicht sagt, was der Mann auf Pilze ist, gebt einfach Super Mario ein. In YouTube. Okay. Pyro guckt gemeine Bilder an, Videos an. Würde mich nicht wundern, wenn das der Pyro gewesen wäre, wie er ein Kind ärgert. Ein Baby, um genau zu sein.
Also mal das hier noch und dann setze ich es da drüben ein. Wir waren auf Level 5, Leute, wisst ihr das? Das ist richtig schön gewesen. Jetzt haben wir gar nichts mehr, wir müssen bei 0 auf Deutschland anfangen. Aber diesmal laufe ich nicht mehr so weit. Ja Leute, ich ernte jetzt noch das Gras hier unten. So. War klar, mir hin die Hacke auch mitgenommen. Wir hatten sogar das Holz dabei, Leute. Solange hier nicht irgendwann Viecher in. Solange hier nicht irgendwann Viecher in unsere Hütte spawnen, ist ja alles okay. Jetzt hätten wir so schön. Hopp. Ja, so kommt hier die. Hopp, hopp, hopp. So, wir haben uns jetzt gleich alle Werkzeuge mal aus Stein gemacht. Das langt ja. Und wir machen uns jetzt noch ein Schwert. Ach, wie süß. Da wackeln doch glatt die Füßchen. Ja Leute, jetzt mach tue ich, habe ich mal, sieht zwar ein bisschen kreuz und quer aus alles, allerdings habe ich mal alles so schön auf die nassen Flächen gelegt. Wir gehen jetzt hoch zu unserem Baumhaus, beziehungsweise mache ich hier jetzt kurz eine Pause an unserem schönen Feld. Bis gleich.